Da gibt es ja die Geschichte von Buddha, als er die Erleuchtung hatte und dann hat er den Göttern und den Wesen zugesagt, dass er bleibt und war auf dem Weg nach Benares. Ja. An den Ganges. Ja. Und auf dem Weg traf er Shiva Sadhus und er sagte, ich habe die Illusion durchschaut, ich habe den Schleier Mayas zerrissen. Und da sagte einer der Sadhus, ja, könnte sein, könnte vielleicht auch nicht sein. Ich finde das eine tolle Geschichte. Das ist gut. Das war schon Chor. Ja, genau. Ja, ist ja spannend, du wohnst ja auch in einem benediktinischen Haus, habe ich gelesen. Es war seit 1188, ja. War der Ort ein Benediktinerkloster oder ein Ausleger vom Benediktinerkloster und da war im Mittelalter eine große Kapelle und da war im Bauernkrieg kamen die Bauernhorden, heißt es in der Chronik, und da sind die Knechte der Mönche mitgezogen mit den Bauern. Was? Mönche haben Knechte? Ja, doch, damals schon. Und 14 edle Rosse und ich glaube ein paar hundert Stück Vieh haben sie mitgenommen. Okay. Aber dann der Lokalfürst, der hat sie, ich will nicht sagen, weil seine Nachkommen leben noch dort, aber der hat sie dann die Bauern ertränken lassen in einem See, der dort in der Nähe ist. Und bis zum heutigen Tag ist da kein Wassersport, keine Kanus und es wird einfach gelassen und es wird geschwiegen darüber, aber die Bauern wissen das noch. Interessant. Ja. Das ist interessant. Ja, ich wollte mit dir ein kurzes Interview machen. Ja. Wir haben uns ja im Shop davon gestern getroffen und ich habe gesehen, du hast ein neues Buch rausgebracht, Der Selbstversorger. Mhm. Darüber möchte ich mit dir auch gleich kurz sprechen. Ja, ja. Ich habe den Abend genutzt, gestern oder die Nacht vielmehr, noch ein bisschen reinzulesen. Mhm. Und das Erste, was ich dich fragen wollte oder in den Raum stellen wollte, war, dass die Schamanin Meile in Gemalama hat ja gesagt, dass Schamanismus praktizierte Liebe ist. Ja. Oder gelebte Liebe ist. Ja, ja. Und man könnte dich ja so ein bisschen bezeichnen als eine Art Pflanzenliebhaber. Ja, kann man sagen, ja. Würdest du sagen, dass das eine der wichtigsten schamanischen Qualitäten ist? Ja, also schamanische Qualitäten ist Liebe überhaupt. Ja. Und es ist Hingabe. Aber ich bezeichne mich nicht als Schamane. Ich kenne Schamanen. Ja. Ich kenne sie als Ethnologe und kenne auch einige ihrer Techniken, aber wer will schon die Last tragen, die Schamanen tragen. Und, aber ich beschäftige mich mit Pflanzen und ursprünglich nehme ich an, das war menschenscheu, war ich eher menschenscheu und fühlte mich im Wald und in der Natur am wohlsten und ich habe schon immer gerne gegärtnert in Amerika. Ja, als Junge habe ich mein Geld mitverdient, indem ich einem Nachbarn geholfen habe in einem riesigen Garten und Obstplantage. Da habe ich sehr viel gelernt. Mhm. Und dann, als ich Ethnologe wurde und war in Wien, da habe ich ein Dissertationsthema gesucht und da war eine gescheiterte Feldforschung in Ifni, in Westafrika. Da will ich gar nicht drüber reden. Und dann kamen wir zufällig auf ein Dorf in der Nähe von Genf und das war biodynamisch, wurde das geführt und nahm geistig Behinderte auf, die dann je nach ihrer Art und Weise in Werkstätten oder auf dem Garten oder auf dem Bauernhof arbeiten konnten. Und ich ging dahin und habe mich als gärtnerisch interessiert vorgestellt und wollte eine soziodynamische Studie machen, wie hängen die in so einer kleinen Gruppe, wie hängt das alles zusammen, das Power, gesellschaftliche Gefüge und so. Und auf einmal merkte ich, das wurde immer weniger interessant und die Universität, ich ging immer weniger hin zu den Seminaren, ich war dann in Bern, ich war von Wien nach Bern.
Und dann ging ich vielleicht alle 2 Wochen und dann dauerte es nicht lange, ging ich einmal im Monat und dann war noch eine Pause von 3 Monaten, dann ging ich überhaupt nicht mehr. In der Zeit bin ich immer barfuß gelaufen und merkte, wie meine Sinne sich öffnen und wie ich spüren konnte und sehe, dass die Fußsohlen, sagen die Reflexzonen-Leute inzwischen, die Fußsohlen sind wie die sind Wahrnehmungsorgane. Und ich ließ, und das Haar fing an zu wachsen und der Bart fing an zu wachsen. Ja, und irgendwann dachte ich, ja gut, ich muss mal zum Friseur, zack, 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 alles wegrasiert und so. Und, oh, kein Kontakt irgendwie. Und es ist, als ob man ätherischen Kontakt hat. Man war dann wie Antennen, oder? Dann war man so eingestimmt. Schamanen würden sagen, die Geister sagten mir, was man wo wann macht. Oder weck in einen nachts auf. Es ist zu kalt, geh raus, mach die Fenster zu auf dem Beet, auf dem Mistbeet oder so. Und das war dann wie ein Tanz mit der Natur. Und manchmal hatte man ein Beet gar nicht fertig gehabt und es war wie eine Stimme, die sagte, oh, geh mal dahin und dann macht man das. Und das war so faszinierend. Man lernte dann auch die Tiere kennen. Und jeden Tag flog ein Bussard die Rhone hoch, flog herunter und kreiste über uns und schaute uns beim Gärtnern zu. Und ich wurde ganz bewusst, ja, da ist ein bewusstes Wesen, das hier interessiert ist, was wir da machen. Und ich denke nicht, dass es hier, dass er Mäuse suchte, sondern er hat einfach geschaut. Und solche Sachen waren geschehen. Und dann mal kamen Freunde, alte Freunde aus der Stadt und so, ja, wo bist du, was treibst du? Und ich sage, ja, ich zeige es euch mal. Und ich führte die herum in dem Garten und wollte nicht durch Worte diese Stimmung stören. Und ich sah ich den Käfer, der da immer läuft und alles. Und dann am Ende des Rundgangs, da war es, oh ja, sehr langweilig hier, ich könnte es nicht aushalten, oder wir könnten es nicht aushalten. Und das war es dann. Und da habe ich gemerkt, dass ich sehr tief in die Natur eingesunken war. Und ich wäre wahrscheinlich länger dort geblieben, aber der Professor, der wollte, dass ich meine Dissertation, die hatte ich schon fertig geschrieben oder fast fertig und ignoriert, dass ich da endlich fertig mache bei ihm und dann hat er mich mit einem Fulbright-Stipendium gelockt und ja, habe ich gemacht. Aber plötzlich war ich in Bern wieder und mit einem Fulbright-Stipendium und er hat mir immer, also Fleisch, wenn ich ihn besuchte, Fleisch und Schnaps oder Wodka oder Whisky. Und er sagt, ich will von Ihnen keine Summa Theologico, ich will eine wissenschaftliche Dissertation. Und das sollte mich wieder runterbringen in die, auf die das Fleisch. Erde. Und dann sagt er, bei Zusammenkünften und so Partys in der Fakultät, bitte, Herr Stoll, machen Sie nicht den Mund auf. Er hat gedacht, dass ich da irgendwelchen mystischen in seinem Weltbild Quatsch erzähle. Und ich musste sämtliche Current Anthropology und Fachzeitschriften lesen, habe ich auch fleißig gemacht. Und dann kam ich wieder rein in die Mentalität und habe ihn auch nicht enttäuscht. Ja, schön. Ja. Gut. Und das war, und da in diesem Garten war ein Gärtnermeister und Kompostmeister Staufer und er war wirklich so etwas dann wie ein Guru für mich. Und er hat giftfrei, kunstdüngerfrei, er war Kompostmeister, er hat verschiedene Komposte hergestellt. Wir hatten ja auch Tiere und er sagte, dort wo die Tiere fressen, da düngen sie. Also Geflügel, die machen gerne, die fressen Körner und auch Insekten. Und sie düngen, wenn man gute Samenqualität und sie viel phosphorhaltig, die helfen dem Blühen. Und ja, ja, Ziegen und Schafe, ja, die ist gut für Ölsaaten, Kühe allgemein gut, Schweinemist ist wunderbar für Wurzeln. Und das stimmt auch auf einer molekularen Basis.
Schweinemist enthält viel Kali und das sind ja Rüsseltiere, die da in der Erde rüsseln. Ja. Und ihr Mist, gut kompostiert natürlich, ist eines der besten für sozusagen Kartoffeln und für also Wurzelgemüse. Mhm. Ja, solche Sachen habe ich da gelernt. Ja, okay. Ja, ja, ja. Wie würdest du die Verbindung herstellen zwischen dieser sehr feinsinnigen Wahrnehmung dieser Pflanzenwelt und zum Beispiel den schamanisch-ekstatischen Riten, wie sie in Nepal oder anderswo gefeiert werden? Also Dana Shing Tamang sagte einmal zu mir, dass es die lauteste Meditation der Welt ist. Ja, und wie findest also du das? Also wenn ich in Trance gehe. Ja, also, ja. Ja. Also als Gärtner wir hatten ja ziemlich große Beete und man war eigentlich ständig in der Meditation. Mhm. Und schon beim Hacken, das ist ein rhythmisches Geschehen, und die sogenannten Unkräuter, die Begleitkräuter, sagt man heute, die machen ja so Mandalas im Frühling. Und es ist als, man hat ständig dieses zentrierende Mandala, Pflanzenmandala, vor Augen und man ist in rhythmischer Bewegung. Also das ist der Fall. Und ich habe dann auch, und einige andere Gärtner auch, die inneren Bilder, die wir in unserer Seele trugen, an die Wände des Gartenhauses gemalt. Innen und außen, es war wie ein Gärtnertempel. Und wir kriegen auch Ärger mit der Christengemeinschaft. Das schien denen viel zu heidnisch. Ja. Aber wir hatten den Gärtner Heiligen und das ist der Fiaker. Das ist der, wird dargestellt mit Spaten und einem Buch. Und das war ein iroschottischer Mönch, der in der Nähe von Paris einen Gemüsegarten hat. Und er gilt als einer derjenigen, der einen Stab in die Erde gesteckt hat und der grünte. Und den hatten wir da gemalt und er war so animiert, dass manchmal beim Arbeiten, Hacken oder was, da auch merkten wir, also nicht nur ich, auch andere Gärtner, wie Augen auf uns ruhen und denken wir, oh Mist, da kommt ein Kunde, der reißt uns hier praktisch aus der Meditation oder aus der Arbeit raus und dann guckt man auf und ach so, das ist der Fiaker. Man weiter. Und man kommt schon in ein anderes Bewusstsein, das man vielleicht ein schamanisches Bewusstsein nennen kann, kommt man gut hinein. Und den ganzen Tag habe ich mal Tomaten aufgebunden und die Geiztriebe weggeknipst, den ganzen Tag lang. Und es, ich weiß nicht, ob es der Duft war und da denkt man ein bisschen nach und sinnt nach und ich habe nachgedacht über den Zustand der Erde, die dünne Schicht Chlorophyll, also der Blätter, wenn man, also jedes muss ja Sonne kriegen, ein Wald, das ist vielstöckig, aber im Grunde genommen ist es eine sehr dünne Lebensschicht und wie die gefährdet wird von Industrien und Planierungen und Verstädterungen. Und ich war sehr traurig. Und dann war es eben in diesem Zustand, die Tomaten sagten, Leben gehört zum Sein, Leben ist unbesiegbar, mach dir keine Sorgen. Und das klingt natürlich total verrückt, die Tomate spricht mit dir, wa? Tomatenpflanzen, aber es ist, man kommt eben auf ein anderes, auf eine andere Bewusstseinsebene. Und dann, wenn Vollmond war, also wir haben, abends habe ich mich dann immer hingesetzt, aber todmüde, Gärtnern ist ja eine Arbeit, es waren 2 Hektar Garten, riesengroß. Also von vor Sonnenaufgang bis nach Sonnenuntergang waren wir im Garten. Und da habe ich mich dann meistens hingesetzt vor dem Garten und habe noch ein bisschen so, der Kopf war leer und da sind so Sachen passiert, da kommt plötzlich ein Zwerg auf mich zu, so richtig Einzelmenschen wie Kitschigen, gibt es den roten Hut und so. So einer wie dir. Ja, so genau, deswegen sind wir hier drin. Ja. Ja, ja. Und ich denke, also, und ich habe gemerkt, ich bin da in eine andere Dimension gerutscht. Ja, und der ist ja so groß, wie ich es bin. Das gibt's doch nicht, ich dachte, die sind klein. Und dann merkte ich,
der kam, was so aussah wie der Weg. Das war eine Furche, die wir gepflügt hatten. Und er war wirklich so klein. Und dachte, ich muss ja ein Zwerg sein in dem Fall. Also solche Sachen geschehen ganz von selbst, wenn man immer in der Natur ist. Und Gärtner, da kann man nicht ständig im Kopf sein, weil man ist ständig mit dem Phänomen verbunden. Ja. Ist mit dem Bewusstsein da, aber nicht im Kopf. Ja. Und bei Vollmond, da haben wir dann, da kam dann andere Gärtner und der Vollmond blieben wir meistens die ganze Nacht auf. Mhm. Und dann noch ein paar Flaschen Côte d'Iron und dann vielleicht ein paar Musikinstrumente und wenn nicht, dann Kofferradio. Und dann fingen wir an zu tanzen und ich spürte, habe ich auch was ganz Wichtiges gelernt, ich spürte, dass die Naturgeister, die Elementarwesen, die sind ja körperlos und sie können durch andere Körper hindurchgehen. Und die sind in uns hineingesprungen und haben getanzt. Als Mensch könnte ich oder hätten wir nie so tanzen können. Das waren Reigentänze und Hüpfen und das ging die ganze Nacht. Und ich wusste, das war ein Zustand der Begeisterung. Im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das war natürlich für den Dorfpriester auch wieder ganz schrecklich. Der hat sich gar nicht gewagt, dahin zu kommen. Aber ich habe daran erkannt, was in der Ethnologie, also in der Völkerkunde, als Fruchtbarkeitstänze, also für, um den Boden zu beleben, wir haben tatsächlich die Fruchtbarkeit herbeigetanzt. Ja, ja. Und also so etwas dem Priester zu sagen, das geht nicht. Ich sage, ja, wir sind biodynamisch, das ist die dynamische Seite. Wir sind bio und das ist das Dynamische. Schön. Ja. Also es geht, was ich so höre, es geht auf bei dem, was du so lebst, geht es viel um innere Führung. Ja. Oder ja. Vielleicht auch äußere Führung, die im Inneren wahrgenommen wird. So ist es. Innere und Äußere, das ist eins. Das ist eigentlich eins. Ja. Ja. Du hast es gestern so gesagt, der Shiva hat mich geführt. Ja. Also der Shiva in dem Sinn, das ist auch ein Bild für das Göttliche in uns allen. Ja. Man könnte es auch Vishnu nennen oder man könnte es nennen, wie man will. Also Gottes Herz schlägt in jedem Herz, könnte man sagen. Ja. Und man kann sich von dem Verstand führen. Der Verstand ist wichtig, man muss Verstand haben. Mhm. Aber nicht, dass der Verstand herrscht, sondern der Verstand ist ein Helfer. Aber es heißt ja in den meisten Religionen mit dem Herz denken oder das Göttliche wohnt im Herzen oder auch im Christentum, Jesus klopft an die Herzenstür und das ist wirklich unsere Mitte. Ja. Und es ist ein Sprung, den man machen muss, das kommt nicht automatisch, weil wir werden auf Kopf trainiert, dass wir wirklich aus unserer Mitte leben. Ja. Und wenn wir klar denken müssen, das kommt vor, dann schalten wir den Verstand ein. Das hat man im Mittelalter gewusst, da wohnte zum Beispiel war Herz die Sonne, die Mitte des Sonnenlicht. Und das Denken, das hatte man den Merkur, das schnelle Denken und so. Ja. Und der Denker ist auch der Schalk. Ja. Der Schalk ist derjenige, der sehr clever ist und sehr schnell und manchmal ein bisschen närrisch und daneben. Er kann dem König sagen, was niemand anderes zu sagen wagt, weil er ein Schalk ist. Mhm. Aber er darf nicht auf dem Thron der Seele sitzen, sondern da muss das Göttliche sitzen, also da, Jupiter in dem Fall. Ja. Mhm. Ja. Und was wir haben, ist in dieser heutigen Zeit die Intronisierung des Merkurs. Deswegen alles so schnell, elektronische und Business und Geld, denn Merkur ist ja der Gott des Handels. Ist auch Gott der Mediziner, Gott der Gauner,
Kommunikation. Gott der Kommunikation, ja. Und wir leben in einem merkurialen Zeitalter. Es gibt so ein alchemistisches Bild, wo Merkur da steht und den Zeigefinger auf die Lippen legt und zum Schweigen erinnert. Ja, wir werden auch noch, sogar auf einer physischen Ebene, werden wir homöopathisch merkurialisiert. Ja. Und zwar bei den Impfungen ist als Begleitstoff Quecksilber. Und lange hatten wir mit Amalgam. Und so wurden wir wirklich, seit die Syphilis kam, das war ja das Mittel für Syphilis, Quecksilberpräparate, hat sich dieser Aspekt in der westlichen Zivilisation so richtig durchgesetzt. Der Trickster-Aspekt. Und da, um da rauszukommen, kann man in den Garten gehen. Mit der Erde und den Steinen und so, da ist man in saturnischen Sphären. Und da sind eigentlich alle Planeten ausgeglichen oder alle Seelenfunktionen. Kann sein. Das heißt, wenn man so als Städter da hingeht und sagt, ich mache mir einen Garten, Permakultur, essbare Landschaft, und ich pflüge nicht, die armen Erdorganismen, die kann man mir nicht umpflügen, das ist doch brutal, ich streue einfach meine Samen. Naja, dann good night, dann geht man lieber zum Aldi zum Essen, weil da wächst dann nichts. Und die meisten Wildkräuter, die kann man essen, sind Heilmittel, die Begleitkräuter, aber wer weiß das heutzutage? Wir sind so ignorant, was die Natur betrifft. Man kommt auch Wildkräuter, ne? Bitte? Man findet ja kaum noch Wildkräuter, je nachdem, wo man wohnt. Also man findet schon, also in den Städten finde ich, ich mache am liebsten Kräuterwanderung in Städten. Das ein interessanter Biotop ist. In den Hinterhöfen, da wachsen, erstmals ist es in den Städten wärmer als im Umland, das ist eine Wärmeglocke. Und da werden weniger Herbizide gesprüht, also wo intensive Landwirtschaft ist. Oder wie im Allgäu, da wird ja oft das Gras bis zum Asphalt gemäht. Ja. Und manchmal hat man da Schwierigkeiten, Pflanzen zu finden. Und in der Großstadt, da haben ja auch Leute manchmal kleine Gemüsegärten im Hinterhof, warum nicht auch schöne Wildkräuter sammeln? Und da kann man seine komplette Apotheke zusammenstellen, wenn man weiß, was man macht. Ja, ist ja. Und noch eine Menge Salatkräuter mit dazu. Ja, wo wir beim Thema Kräuter sind, also ich gebe hier ein Seminar zum Thema Dehypnose. Oh ja, wunderbar. Vielleicht kannst du nochmal zum Thema Dehypnose was zum Thema Fuchsbandwurm beitragen. Sehr gerne. Das ist auch ein Zauber. Hypnose hieß ja im Altenglischen und Altgermanischen hieß Spell. Mhm. Da wurde man verzaubert. Mhm. Und eine Verzauberung, ein Spell ist das mit dem Fuchsbandwurm. Es ist noch nicht ein einziges Mal konnte es gezeigt werden, dass von Fuchsspeichel auf wildwachsende Erdbeeren oder so etwas übertragen wurde. Oder wenn man Erdbeerplantagen sieht, das sehe ich im Allgäu da einige, dann laufen die Füchse durch, dann müsste man das ja auch verbieten. Die Sache ist, Füchse sind so nah an Hunden, die gehören zur selben Gattung. Mhm. Dass wenn das wirklich ein Problem wäre, dann wären ja alle Hunde befallen und dann müsste man auch die Hunde vorsichtshalber eliminieren sozusagen. Mhm. Also das ist an den Haaren herbeigezogen, das ist eine theoretische Möglichkeit. Weil die Hunde über den Fuchskot quasi... Ja, die Hunde nehmen ja viel Information auf, nicht nur durch Schnuppern, manchmal kosten sie auch. Ja. Das ist ganz natürlich. Natürlich, die Hundebesitzer finden das schrecklich, aber so nehmen sie auch Informationen auf. Ja. Meditieren, was hat er gegessen, was ist hier los im Wald und so weiter. Und ich habe die Statistik nicht im Kopf, aber in ganz vom Ural bis Westeuropa, das sind weniger als, soweit ich weiß, weniger als 100 Fälle. Von Fuchsbandwurmbefall bei einer Population von 700 Millionen, da muss man sich den Prozentsatz ausrechnen. Ja. Und da kommt es dann, so statistisch kann man sagen,
die Gefahr, vom Blitz getroffen zu werden, weitaus höher. Ist weitaus höher, oder ein Sechser am Lotto ist auch weitaus höher. Also, und das von den 100 sind wohl noch viele Jäger dabei, ne? Das sind vor allem die Jäger, die Füchse auseinandernehmen, also präparieren. Das sind diejenigen, die eigentlich befallen werden. Und ich habe auch mit Andrew Weil, das ist ein berühmter Arzt in Amerika, darüber gesprochen. Und er sagt, ja, das ist erstmal totaler Quatsch. Und er sagt, freu dich doch, da kommt niemand und pflückt dir die Beeren da auf dem Berg weg. Ja. Und ich habe mich da wirklich mit beschäftigt, weil wir Kinder haben. Und die sehen eine Erdbeere, oh, Erdbeere und so. Und wenn man dann, oh, Fuchsmann, ich habe das erlebt, Mütter, nicht anfassen, Fuchsmann wollen. Und das Kind hat sofort ein gestörtes Verhältnis zur Natur. Die Natur ist plötzlich gefährlich. Ja. Nur raus, sterile Räume, alles, antiseptisch, Antibiotika und so weiter. Ne? Ja, das hast du ja in einem deiner Bücher auch zum Thema heute nochmal beschrieben, mit dem weißen Hai, ne? Deswegen geschützt, wenn wir nicht zu mehr haben. Ja, das stimmt. Und uns wird sehr viel Angst gemacht, denn mit Angst kann man Menschen beherrschen. Das ist dasselbe Prinzip wie die Dressur von Tieren. Ja. Also ob das Zirkus ist oder Dressurreiten. Also wenn ihr nicht genau macht, dann gibt es Schmerz. Ja. Und so werden auch die Menschen durch Angst erzogen. Angstmachende Bilder werden projiziert und das ist Verzauberung. Ja, und was man braucht, ist Leute, die das einfach entzaubern. Ja, das ist ganz interessant, weil viele Leute, die mich so aufs Thema Hypnose ansprechen, habe ich gestern erst noch erlebt, ja. Da kommt so häufig dieser Satz, oh, das ist doch Manipulation. Und dann sage ich immer ja und nein. Also deswegen nenne ich das, was ich mache, lieber Dehypnose. Ja, wenn Leute zu mir in die Praxis kommen, sage ich häufig, sie brauchen keine Angst haben, sie sind ja schon. Hypnose. Wir versuchen die Dehypnose. Ja, das ist gut. Das kann man ja im Grunde auf alles übertragen. Das ist ja eigentlich schamanisch. Man kann auch als Schamane sich oder als Medizinmann in Afrika, gibt es ja in Südafrika sehr viel, hat einen Nachbar, den man nicht mag, ja, macht man, der kann mal eine Puppe machen und Nadeln reinstecken und und solche Sachen, wenn man die Mechanismen versteht, die wirken. Ja. Das haben wir ja seit den 40er Jahren. Da war ein Ethnopsychologe, Cannon hieß der in Harvard, und er hat beschrieben, wie Voodoo funktioniert. Mhm. Kerngesunde Leute innerhalb von 3 Wochen bei den Australiern durch das Knochen zeigen und Flüche sprechen, dann fertig gemacht werden. Und es muss nicht mal unbedingt gewusst sein, weil auf anderen Schwingungsebenen kriegen die das mit. Ja, das stimmt. Mhm. Ja. Ja. Das ist für den durchschnittlichen Westler mit seiner pädagogischen Konditionierung schwierig. Ja, das überhaupt gelten zu lassen. Ja. Ja. Aber ich glaube, genau darin liegt diese größte Krux der ganzen Sache, weil wir natürlich ständig all diesen Dingen irgendwie ausgesetzt sind durch die Medien. Wir sitzen da passiv vor der Mattscheibe und können im Grunde gar nicht partizipieren oder Einfluss nehmen und sind diesen Trance-Bildern quasi ausgeliefert. Ja, genau. Die wirken in uns weiter. Und dann haben wir die. Ne? Also die Geister, die ich rief. So, ne? Und das ist inzwischen auch entwickelt. Vor 30 Jahren war ich Dozent und da kam einer aus dieser Werbebranche. Der hat Werbung für, gerade erzählt, für Whisky. Da haben sie also ein Whiskyglas mit Eiswürfeln fotografiert und dann ein Blow-up gemacht, also riesengroß. Und dann haben sie guten Haschisch geraucht, das ist eine Werbeagentur, haben sich hingesetzt und haben dann Muster heraus, so wie im Rorschach-Test, und alles, was mit Sex, umso perverser, umso besser, oder mit Tod zu tun hat, alles was so also wirklich grauenhaft ist, das haben sie dann herausgestrichen und akzentuiert, verstärkt, und dann haben sie das Bild wieder geschrumpft und dann sah es aus wie ein Glas mit Eiswürfeln, und das kam dann in die Werbung, und das Unterbewusste, das Bewusste nimmt es auf als
als Eis mit Whisky. Das Unterbewusste sieht die Bilder, die da hineingezaubert wurden, und ist fasziniert. Das ist wie, ja. Und dann ist der Name assoziiert und dann, ja, was kaufen wir denn für einen Whisky? Den, da habe ich irgendwie gehört davon. Ja, genau. Und die Welt ist voll von Zauberei. Das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist der größte Trick, also den Leuten zu suggerieren, dass diese Dinge nicht existieren. Genau. Das ist also, ja, das ist so. Ja. Oder was auch gut ist, wenn man den Menschen direkt sagt, was man machen wird, wie bei der Biedermann und die Brandstifter. Ne? Ja, ja. Ne? Ich werde dir die Hütte abfackeln. Ja. Und am Schluss, ja, ja. Warum hast du das getan? Ja, wolltest, ne? Ja. Ich habe es doch gesagt. Warum hast du mir nicht geglaubt? Ja. So ist es so. Ja. Weil das so unerhört ist, dann glaubt er mir. Weil selber würde man das ja nicht machen. Genau. Ja. Das stimmt. Zum Thema, vielleicht zum Abschluss Dehypnose, Thema Zecken, hast du ja auch was zugeschrieben, Zeckenbisse mit der wilden Kabel. Mhm. Gibt es auch ein spannendes Buch von dir zum Thema Borreliose? Das ist, das habe ich geschrieben, weil ich selber einen tatsächlichen Zeckenbiss hatte, nach einer Schwitzhütte, die nicht sehr erfolgreich war. Mhm. Da war schon mental kein guter Geist drin in mir. Also nicht, dass die Schwitzhüttenbetreiber liebe Menschen und so. Und dann am nächsten Morgen gerollt und da hat sich eine Zecke unter dem Bauch festgesetzt und ich habe es 2 Tage lang nicht gemerkt und dann habe ich die wandernde Röte gemerkt und dann fing an die ganze Sache, es war wie Grippe haben und schlapp sein und eine Weile Schmerzen in den Gelenken und dann hat ein Freund, ein Arzt, der hat gesagt, ja, du hast Borreliose und du musst Antibiotika nehmen und zwar massiv. Das Einzige, ich sage, du weißt, ich bin ein Freund von Phytotherapie und Heilkräuter, aber in diesem Fall ist es ernst, da musst du es nehmen. Ich hatte in Indien eine ganz schwere Superinfektion, eine Antibiotika-Unverträglichkeit. Da habe ich dann hinausgezögert und dachte, mein Gott, bin ich blöd, ich soll das doch machen. Und dann fing ich an, in der ethnomedizinischen Literatur zu forschen, weil ich ja Ethnologe bin, gell? Und kam dann in der chinesischen Medizin, dass die Syphilis, die sehr verwandt ist, die Lebenskraft in den Nieren, Jing, einfach zerstört, dass da die Karde als Hauptmittel eingesetzt wird. Und dann habe ich gesehen, dass in der europäischen Volksmedizin, besonders im Mittelmeerraum, die Karde wurde eingesetzt zum Reinigen, Entschlacken und für Gelenkprobleme. Und dann von einem amerikanischen Phytotherapeuten, der das auch kannte und der hat es angewendet und hatte wunderbare Erfolge. Und das habe ich dann verbunden mit der Schwitzhütte, die aus Nordamerika kam. Und das war wie ein Wunder. Und ich habe das dann ich habe es Leuten gesagt und dann wollten viele wissen und dann habe ich einen kleinen Artikel ins Internet gestellt, wie das, was ich da erlebt habe, nur ein Erlebnis. Da kamen so viele Anfragen, da dachte ich, muss ein Zeichen, ich will nicht ständig am Computer sitzen und E-Mails beantworten und da schreibe ich im Buch. Ja. Und dann habe ich das auch total vollkommen gut recherchiert. Und da war ein Biophysiker, der war arbeitsunfähig und der hat alles Mögliche probiert. Der hatte lange Antibiotika-Behandlung gekriegt. Manchmal hilft es ja, manchmal erwischt man das im richtigen Stadion und da kann man sagen, okay, es hat geholfen. Aber in vielen, vielen Fällen, und das ist auch in der Medizin und bei den Lyme Disease oder Borreliose-Experten bekannt, da hilft es nicht, da bleiben die Symptome. Und inzwischen weiß man, dass dieses Spirochete, dieses Bakterium, Mittel entwickelt hat, um sich einer Antibiose zu widersetzen. Mhm. Bis zu dem Punkt, wo sie sich abkapseln und inaktiv werden, 10 Monate lang, können sie ohne zu stoffwechseln, einfach in einer cystic state, also das heißt so, also unaktiv. Starre quasi. So. Ja, starre und
Ja, und da kriegt jemand, sagen wir mal, den tun sie einen Tropf und der kriegt monatelang, 3 Monate lang Antibiotika und Die gehen quasi vorbei. so, wir haben es ja geschafft, weil ja, und natürlich sein Immunsystem ist wirklich down und die symbiotischen Bakterien sind wirklich dezimiert und dann kommen diese Borrelien wieder, Dann noch werden stärker lebendig und wahrscheinlich, ne? kommen noch stärker. Und das ist wirklich ein Problem. Das sind die neuen Krankheiten. Also ich bin überzeugt, wir kommen an das Ende des antibiotischen Zeitalters. Weil es wird immer, immer schwieriger. Und es kommen Krankheiten, die nicht auf konventionelle Mittel reagieren. AIDS zum Beispiel und so weiter. Man sieht das ja im Kleinen wie im Großen. Und man sieht ja auch, als ich zur Schule ging in Ohio in den 50er Jahren, da hieß es, im Jahr 2000 wird es keine Krankheiten mehr geben, weil wir alle Bakterien dann Ausgerottet haben. ausgerottet haben. Und es wird keine Energieprobleme geben, weil our friend, the friendly atom, also unser Freund, der freundliche Atom, wird uns Energie in Massen geben. Oh, und wir waren begeistert. Oh, da gibt es dann Atomautos, da kann man richtig rasen und so. Und dann aus Detroit im nächsten Jahr kam die nächste Serie. Oh, es ist noch nicht Atom. Und, aber im Jahr 2000 wird es dann keine Energieknappheit geben. Und jetzt ist 2000 schon vorbei. Und es gibt immer noch ein paar Kranke und Energiepreise, die steigen irgendwie und so. Also, ja. Also wir sind am Ende der Medizin, die in seit der Aufklärung oder seit der Syphilis sich entwickelt hat. Die Chemotherapien und diese sehr aggressiven Medizinen. Und wir kommen langsam an ein Ende und es entwickelt sich im Untergrund ein neues medizinisches Paradigma, kann man sagen. Und in meinen Kräuterkursen, da kommen sehr viele Ärzte, die wirklich wieder heilen wollen, heil machen wollen und die nicht als Krieger gegen diese kleinen Lebewesen-Schädlinge da losziehen. Ja, Und stimmt. das ist wirklich ein Wandel, findet statt. Das ist ja ein Stück weit ein Wandel in Richtung Eigenverantwortlichkeit, ne? Das ist auch ganz wichtig, Ja. ganz wichtig. Die Eigenverantwortlichkeit. Ja, uns ist anerzogen worden, zum Teil auch durch die Kirche. Da hatte man die Pastoren. Pastor heißt Hirte. Ja. Und die Menschen sind Schafe. Und die müssen geführt werden durch dieses Jammertal von Sünden weggehalten, damit sie dann in den Himmel kommen. Und das hat sich so eingeprägt. Es ging ins Militär auch, da Kommando Ja. und blind Gehorsam. Und in den Schulen und wir sind erzogen worden als wie Schafe, so passiv. Dabei ist das Göttliche in jedem von uns und wir haben Eigenverantwortung. Nicht nur das, aber wir haben auch die Kräfte, die wir als verkörperte Seelen oder Ja. Geistseelen hereinrufen können. Wir müssen uns nicht ausliefern an Macher. Deren Interesse nicht unbedingt unsere Gesundheit ist, sondern sehr viel ihrer Chemikalien und Sachen zu verkaufen. Ja. Das ist ja ein Milliardengeschäft. Es wird in der westlichen Welt ungefähr so viel ausgegeben für Medikamente wie für Rüstung. Also beides angstbesetzt. Alles, ja. Ja. Würdest du sagen, dass zur Eigenverantwortlichkeit auch der Schritt in die Selbstversorgung Ja, gehört? Ein ich Stück denke weit schon. zumindest jetzt. Und das ist nicht absolut entweder Selbstversorger oder Nicht-Selbstversorger. Wir denken immer so in Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß-Dualität. Nee, man hat einen kleinen Garten, ja, da kann man schon was machen. Es tut der Seele gut und man kriegt etwas Vernünftiges auf den Teller, wenn man einen großen Garten hat. So machen wir das bei uns jetzt. Ich bin ja gewohnt, einen großen Garten zu machen, viel zu groß. Ich mache mir da viel zu viel Arbeit, im Frühling besonders. Und dann einige Sachen, die gedeihen, das ist von Jahr zu Jahr verschieden, die gedeihen besonders gut. Ja, was mache ich mit dem Überfluss? Gut, verschenke ich. Und was macht dann jemand? Ja, du, ich habe hier extra Holz, kannst du haben. Oder der Jäger sagt,
So, hier, ich habe ein Stück Reh und frischen Fuchs. Frischen Ja. Fuchs, ja. Und das schafft ja auch Gemeinschaft. Und da kommt es zum Austausch. Es ist nicht jeder muss Selbstversorger sein. Alle als Monaden da, mein Garten, ich Selbstversorger. Ich bin 90% Selbstversorger. Nur 25% Selbstversorger. Ja, das ist natürlich Quatsch. Klar. Aber jeder kann ein bisschen machen und jeder hat einen besonderen Zugang zu diesem oder jenem Gemüse oder Pflanzen, die man liebt. Die Antworten, ja, das ist immer einer, die Antworten wachsen besser. Es ist ein Dialog. Das sind keine Dinge oder Gegenstände. Es ist nichts Konstruiertes, sondern es ist ein Dialog mit lebendigen Wesen, die zwar anders aussehen als wir, aber von indianischer oder schamanischer Sichtweise. Da sind das Wesen, die auch Aspekte haben, die man als, die sind vielleicht nicht beseelt, aber sie sind umseelt. Ihre Seelen sind nicht verkörpert oder inkarniert, aber man kann mit denen kommunizieren. Und Leute, die mit Pflanzen kommunizieren, echt kommunizieren, sind eigentlich, in Indien heißt es, man muss ein Yogi sein, man muss hinein auf diese nicht materielle Ebene gehen können und dann mit ihnen kommunizieren. Und das ist dann eine besondere Kunst. Aber der Weg dazu ist einfach, es ist die Liebe und das Bewusstsein und die Sinne. Und man macht das und macht es gerne und freut sich, wie sie wachsen. Und dann hat man einen erfolgreichen Garten. Und also in dem Buch versuche ich dann auch noch traditionell überlieferte Techniken. Giftfreien, guten Gärten, Pflanzenabstände, Fruchtfolgen, Pflanzengemeinschaften, was für Komposte, wie und wann und sogar Breite der Beete. Also das Habe ich Beet. gesehen, du hast den goldenen Schnitt angelegt, ne? Ja, das geschieht automatisch, aber das ist nicht nur wegen dem goldenen Schnitt, sondern es ist das Praktischste. Wenn das Beet 1,20 Meter breit ist, und die Wege sind dann so breit, wie die Füße lang sind. Und das ist dann der Weg, da kann man stehen und kann ohne Problem bis in die Mitte reichen und kann dann, sagen wir mal, die Karotten ausdünnen oder die Rübchen oder man kann da den Boden lockern. Wenn es breiter wäre, müsste man auf das Beet treten und das will man nicht, denn dann verdichtet man den Boden. Und der Boden ist, der will atmen und der braucht Luft und ist lebendig. Deswegen läuft man nicht auf den Boden, sondern nur auf den Wegen. Und das ist dann ein eigenes kleines Biotop. Da wachsen dann von ganz alleine Breitwegerichen, die erstmals wunderbar schmecken. Man kann eine Breitwegerichsuppe machen, das schmeckt wie Pilz, wie Steinpilz. Eine falsche Steinpilzsuppe kann man machen. Und die Blätter, auch wenn man Schnittwunden hat, die sind wunderbar blutstillend, fast wie Alaun. Und das Bluten hört auf. Und wenn sie reif werden, kann man die Samen, das sind so kleine schwarze Samen, die sind also voll Vitamine und Nahrkräfte, so wie Amaranth. Und die kann man auch so verwenden. Die kann man mit Mörsern, mit ins Brot backen, ins Müsli tun. Also das sind auf den Wegen, wo man trampelt. Die wollen das, dass man da trampelt. Hey, du hast nicht auf mich getreten. Ja, war ich heute. Und was ist der Sinn? Ja, da haben sie einen Lebensraum erobert. Andere Pflanzen können es nicht ertragen, aber für sie, danke fürs Treten. Ich habe jetzt Platz, keine Konkurrenzpflanzen. Ich kann mich hier ausweiten. Das hat alles biologischen Sinn. Und dann, was auch noch da wächst, sind Kamillen. Bei mir wächst, ich habe kein Beet für Kamillen und Kamillen ist schön, zarten Blüten und so heilkräftig. Da sind Leute viel zu vorsichtig und haben die in ein Beet und es gedeiht nicht. Bei mir wachsen sie als Unkraut in den Wegen, weil die sind auch so solche, die wir wollen, dass man da ab und zu drüber läuft. Denn wenn sie reif sind, die Samen sind gemacht, dass sie leicht, wenn sie feucht sind, leicht klebrig sind und an Sohlen
kleben bleiben und auf diese Weise verbreiten die sich. Und so, ja, so ist der Garten voller Abenteuer und sogar der Gartenweg, den man angelegt hat, der hat dann diese Eigenschaften. Ja. Okay. Ja. Wenn du, ich sag's mal, für die Moderne oder für den Menschen der Moderne eine Perspektive aufzeigen wollen würdest, was würdest du sagen? Also Konrad Lorenz sagt ja zum Beispiel, dass das Thema Überbevölkerung das ganze Problem auf der Welt verursacht. Andere wiederum sagen, Überbevölkerung ist überhaupt kein Thema. Wie siehst du das? Was würdest du sagen, braucht der moderne Mensch? Also meine Idee, naja, es ist so, ich denke, da gibt es viele Arten und Weisen, das zu sehen. Und ein indischer Philosoph, so ein Sadhu, den ich kannte, der sagt, ja, das ist wie ein Baum und jeder Mensch ist ein Kosmos. Jeder Mensch ist ja ein Universum. Und es ist der Lebensbaum selber, der so viele Blätter hervorbringt. Und jeder Mensch ist ein Blatt am Lebensbaum. Und kann es sein, dass ein Baum zu viele Blätter hat? Eigentlich nicht. Das regelt sich dann von selber. Das regelt sich und wenn man die Geschichte so liest, es gibt auch immer wieder Bevölkerungsrückgänge. Und ich denke, ich mache mir da weniger Sorgen, aber ich weiß, der Populationsdruck ist ein Problem und da sehe ich in Amerika, wo früher so riesige englische Rasen waren, langweilig, die englischen Rasen in Amerika, die konsumieren Unmengen von Wasser und sie konsumieren mehr Kunstdünger, als in der gesamten sogenannten Drittwelt verwendet wird, ja, um den Rasen schön zu haben. Dazu auch Herbizide, die breitblättrige Pflanzen, damit es schön ist und so. Und jetzt sehe ich, da das Einkommen stagniert, schon seit mindestens 15 Jahren, aber die Preise steigen, Nahrungsmittelpreise steigen. Inflation in den 60er Jahren, da, um einen Haushalt zu haben, da musste nur einer im Haushalt, meistens der Mann, arbeiten gehen. Die Mutter hat sich dann um Kinder gekümmert und was alles. Und dann in den 70er Jahren fing es an, um denselben Lebensstandard zu halten, mussten beide arbeiten. Und da hatte man dann gestörte Kinder und frustrierte Ehepaare und das war also psychologisch schon problematisch. Und jetzt ist es so, dass der Lebensstandard nicht mehr gehalten werden kann. Und da fängt man an... Obwohl beide arbeiten, ja. Und dann, jetzt fängt man an halt Survival Gardens, Mini-Farms zu machen und die englischen Rasen zunehmend werden zu Gemüsegärten gemacht. Dadurch werden die Menschen wieder schon mit der Erde verbunden, sie werden seelisch ausgeglichener, sie haben gesündere Nahrung. In den USA, ich habe mal Statistiken gelesen, dass so 80% oder so der Mahlzeiten sind von Konzernen gekocht. Fast Food. Ja, richtig. McDonald's gerade auch als Berater im Gespräch in Deutschland für Schulen. Ja. Und dann, wenn zu Hause gekocht wird, dann auch so gefrorene Sachen, die man rein in die Mikrowelle tut. Ja, und TV-Dinners, dass man schnell heizt, während aufhitzen kann, genau in der Zeit, wo die Werbung ist, da kann man das schnell essen und dann futtert man das rein. Also so doofer kann man ja gar nicht leben. Und passend zur Selbsthypnose. Ja, passend zur Löffel den Wahn gleich mit. Und so ist diese Entwicklung im Grunde genommen auch, hat auch heilende Aspekte. Ja, ja. Da könnte man ja dieses alte Motto, ne? Krise als Chance, so, ne? Ja. Also es macht sich viel, es ändert sich viel. Und, ja. Und wir wissen wirklich nicht, wohin es geht, im Grunde genommen. Also, und schon gar nicht, heute sind ja alle so klug und machen Computerprojektionen. Also das ist so daneben.
wenn schon ein, zwei, drei Faktoren nicht stimmen, dann ist die ganze Projektion falsch. Und ich weiß noch, vor 30 Jahren hat der Club of Rome, also das Kollegium von Wissenschaftlern, gesagt, ja, wir stehen vor einer Eiszeit. Ja. Hollywood ist eingesprungen, hat Filme gemacht, um die Menschen auf die Eiszeit vorzubereiten. So Tiere, die plötzlich alles gefriert und so cartoonmäßig. Und dann ein anderer Film. Amerikaner, die sind bedroht von dem Eis, das vom Norden kommt und müssen nach Mexiko ausweichen. Und die Mexikaner, die Amerikaner mögen ja Mexikaner nicht. Die Mexikaner sind ganz freundlich und es kommt zu einer Verbrüderung und so weiter. Und dann ganz reell, Wissenschaftler hatten schon Schemas, um die Arktis mit Ruß zu bestäuben, um die Hitze hereinzubringen. Oder es waren auch andere Pläne, dass man in die Umlaufbahn so wie große Sonnensegel schickt, das Licht nachts, damit es keine Nacht gibt und damit die Pflanzen photosynthetisieren können. Ja, das war vor 30 Jahren. Jetzt ist es natürlich Klimaerwärmung, aber wir wissen nicht. Seit 16 Jahren hat sich das Klima doch nicht erwärmt, aber das scheint nur eine vorübergehende Phase zu sein. Ja, aber wer weiß das? Ja. Und es scheint kälter zu werden, ne? Im Atemhof zumindest ist aktuell das Gefühl. Ja, das ist aber ein Zeichen der Klimaerwärmung, dass es kalt wird. Außerdem ist Krieg, Frieden und Wahrheit ist Lüge, oder? Ja. Aber es ist so, also das Klima ist ja selber das Wetter, die Phänomene. Wenn man die Klimageschichte liest, dann ist es ein rhythmisches Auf und Ab und die menschlichen Kulturen haben sich mitverändert. Ja. Also jetzt würde kein Hannibal je über die Pyrenäen und über die Alpen kommen, weil es ist viel zu kalt. Aber die Römer lebten in einem Klimaoptimum zum Beispiel. Ja. Vielleicht als letzte Frage. Ein altes schamanisches Prinzip lautet ja, geh an die Orte, die du fürchtest. Ja. Ich weiß nicht, ob das die Fahrt mit deinem Fiesta war. Was willst du sagen? Und die Fahrt mit was? Mit deinem Ford Fiesta war, die du beschrieben hast? Oder was ist das, was würdest du sagen? Was ist was ist für dich so diese Orte, die du gefürchtet hast? Zeiten, wo du an diese Orte gegangen bist oder wo das Leben dich vielleicht auch an solche Plätze gebracht hat? Ja, meistens hat das Leben mich da angeführt. Ja, ist ja meistens. Und, ja. Also wenn man, also nur als normaler Mensch, da vermeidet man schon die Dinge. Versucht man es zu vermeiden. Aber wenn es einen dann wie schicksalshaft oder als altes Karma konfrontiert, dann ist es besten, man ist zentriert und bewusst. Und das ist ja der Sinn des Buddhismus überhaupt. Buddha ist eigentlich das Wort Buddha aus dem Sanskrit heißt einfach Bewusstsein. Und Bewusstsein rettet vor Leid, ist die Botschaft im Kern, das andere ist nur Glimmbilden und so weiter. Und bewusst und zentriert in die Situationen gehen, die man als bedrohlich empfindet und sich nicht ausliefern an sogenannte selbsternannte Experten oder an staatliche Institutionen, die einen dann knechten, sondern immer selbst der Herr sein. Das ist wie hier. Oder auch innere Instanzen, die einen dann knechten, ne? Klar. Das ist eben wieder innen, außen. Ich erinnere mich an eine Geschichte von dir, wo du durch die Wildnis gelaufen bist in Kanada. Und mit den Bären. Ja. War das so eine Situation, wo du sagen würdest? Ich bin 2 Tage gewandert, habe keinen Menschen gesehen und es war wirklich in der Wildnis. Es wurde Abend, Steppenwölfe, Kojoten heulten, ein wunderbarer Geistergesang. Ich war so weit entfernt von irgendwelchen Menschen, dass die Gabelböcke, die Antelopes, die kamen ganz nah und einer der Böcke stand unweit von mir und ich hörte nur so einen Klang, so was ist los? Er hat Witterung aufgenommen und dann mit einem Plus wie ein Schuss alles wieder fahren, so. Und, oh,
Ja, ich brauche einen sicheren Platz zum Übernachten. Und da waren schon die Naturgeister oder die Götter schon unterwegs. Das heißt, Indianer hätte ich diese Zeichen alle verstanden. Ja. Und die Steppenwölfe heulten. Und da war ein Hügel, ein Butte heißt es dort. Und ja, da war so ein kleines Bäumchen oben drauf, so ein Hügel. Da dachte ich, das ist gut, da habe ich Überblick, da bin ich, kann ich über Nacht schlafen. Und ich komme über den Hügel und auf der anderen Seite kommen drei Grizzlybärs. Das waren keine Schwarzbären, das waren Grizzlys. Und die waren also unmittelbar vor mir, die erhoben sich mit ihren Tatzen. Und drei ist ungewöhnlich, aber ich habe dann später, das war ja magische Zahl, das stimmt, da habe ich noch nie dran gedacht, das stimmt. Das war eine Bärenmutter mit zwei fast ausgewachsenen Welpen. Ach, das noch. Ich denke, das muss es gewesen sein. Und die standen dann so da, so wie und als so Affe sozusagen, da sucht man Blickkontakt und ich schaute der Bären vorne in die Augen und ich sah nur weißes Licht. Und es war wie, ich war entrückt. Ja. Es war wie im, ich war in der Ewigkeit. Ja. Und dann, ich muss im tiefen Trance gewesen sein. Vielleicht fühlen sich die Mäuse so, wenn die Katzen die hier. Ja. Und dann auf einmal hörte ich und dann kam ich aus dem Trance heraus und merkte, wie die Bärin auf alle vier gegangen ist und lief an mir vorbei, ich hätte sie berühren können. Und dann folgten die zwei anderen und die waren auf dem Weg zu einem so Dump-Abfallort, 50 Meilen entfernt in Livingston, Montana. Aber das war so eine Begegnung, die einen ganz tief in der Seele berührt hat. Und hätte ich Angst gehabt, hätte ich Zeit gehabt, um zu denken und Angst gehabt, dann wäre es lebensgefährlich. Dann wäre ich nicht lebendig rausgekommen, weil die Bären haben so einen feinen Geruchssinn und die sind so sensibel, wenn sie Angstschweiß riechen, dann werden sie selber nervös und dann kriegt man einen Klaps ab. Ja, und da war also null Angst, sondern einfach Staunen, einfach wie Wunder. Oh, ist als ob eine Gottheit vor einem steht. Und das ist, ja, Angst ist, ist also, das heißt ja im Sprichwort, der schlichteste Ratgeber. Schlichteste Lehrmeister. Ja. Und auch für die Zukunft, ja, Umweltprobleme, dies und das und so. Naja, ich denke, man soll etwas Vertrauen haben, weil für den Verstand und das Ego ist die Welt ja schrecklich. Ego versucht sich immer zu erhalten, andere Dinge niederzumachen, aber für das Göttliche in uns wissen wir, dass wir Teil des Ganzen sind und wenn wir da zentriert sind, können wir, egal was in der Welt läuft, angstfrei und im Grunde genommen ekstatisch durch die Welt gehen. Ja. Schön, das ist ein schönes Schlusswort. Ja, gut. Ja, ich danke dir für das Gespräch, für die Zeit. Ja, ich danke dir auch für, du holst das heraus. Ich würde ja nicht hier sitzen und sowas jemand anderen erzählen. Ja, ich danke dir. Gut, danke. Und danke auch für das schöne Buch. Schön, ja. Ja, ja. Also es ist sehr praktische Anleitung. Ja, ich